Der Abstand zwischen Erde und Sonne beträgt 150 Millionen Kilometer. Berechne die Masse der Sonne. Hier die Situation. Wir wissen lediglich, dass der Abstand klein r zwischen Sonne und Erde 150 Millionen Kilometer beträgt. Das heißt 1,5 mal 10 hoch 11 Meter. Wir suchen die Masse der Sonne, die wir in Kilogramm ausdrücken. Wir starten mit der Idee, dass die Zentripetalkraft gleich ist zur Gravitationskraft. Und dazu wenden wir diese zwei Formeln an, die führen dann zu dieser Gleichheit. Diese Gleichheit kann durch die Masse der Erde gekürzt werden. Wir wissen auch, dass die Winkelgeschwindigkeit Omega gleich ist zu 2π geteilt durch die Periode groß T. Also können wir hier Omega durch diesen Bruch ersetzen und das führt dann zu dieser Gleichung, aus der wir wiederum schließen, dass die Masse der Sonne gleich ist zu 4 mal Pi Quadrat mal r hoch 3 geteilt durch g mal t hoch 2. Wir ersetzen r durch 1,5 mal 10 hoch 11. Wir ersetzen groß g durch 6,67 mal 10 hoch minus 11. Und wir ersetzen groß t, die Periode der Erde um die Sonne, durch 365,25 Tage mal 24 Stunden mal 3600 Sekunden. Und so stoßen wir auf diese Rechnung, die ungefähr 2 mal 10 hoch 30 ergibt. Das bedeutet also, dass die Masse der Sonne ungefähr 2 mal 10 hoch 30 Kilogramm ergibt. Die Übung ist beendet, aber vergleichen wir mal die Masse der Sonne mit der Masse der Erde. Das heißt, wir berechnen diesen Bruch und finden so ungefähr 335.000. Das bedeutet also, dass die Masse der Sonne ungefähr 335.000 mal die Masse der Erde beträgt.